Herzlich willkommen zurück bei Seasons After Fall. Ich bin wieder dorthin gelaufen, wo sich die ganzen Glühwürmchen befinden, denn irgendwie müssen wir weiter mit diesen Glühwürmchen arbeiten. Zumindest habe ich so das Gefühl. Und ich bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher, wo wir hin müssen. Ob wir nach oben, nach unten müssen. Ich glaube, wir müssen nach oben. Denn, ups, das war nicht erfolgreich. Komme ich denn hier irgendwie so drauf? Nö. Kommen wir überhaupt hier drauf? Ganz knapp. So, dann gucken wir doch mal, ob wir ein weiteres Zeichen, ein Bild mit diesen komischen Zeichen irgendwo in der Nähe finden. Hier zum Beispiel scheinen wir ein weiteres Zeichen zu finden. Seht euch das an. Beziehungsweise es gibt hier sogar zwei Zeichen. Ist das richtig? Drei Zeichen. Ob wir das hier machen müssen? Die Zeichen sind hier, alle vier. Jetzt muss ich doch noch mal herausfinden. Aha, hier ist irgendwie ein Zeichen. Aber, was zur Hölle? Wieso schwebt das dort in der Luft? Aber nun gut, vielleicht ist das ein Hinweis. Das würde bedeuten, dass wir hier... beginnen aber mit dem Herbst oder mit ihm hier. So, dann werden wir mal das ausprobieren einfach. Eigentlich muss ich hier auf das hier. Oh Gott, das war jetzt ein bisschen zu tief. Wir wollen hier wieder hoch. Dort wollen wir hin, das erste Mal. Voila. Ah, das klingt schon mal ganz gut. So, und nun müssen wir die oberen miteinander verbinden, nur nicht runterfallen. Ah, zuerst den hier. Bitte hier einmal hin. Und dann hier hin. Ja, und nun müssen wir hinunter. Zu dem hier. Und nun dürfen wir nicht vergessen, wieder zu wechseln. Und zwar zu dieser Jahreszeit. Ja, da brauchte ich ein wenig. So. Hier unten. Und hier. Jetzt mal gucken, ob das funktioniert hat. Das sieht doch gut aus. Das zweite Zeichen ist nun also auch freigeschaltet. Voila. Uns fehlen noch zwei. Das komische E. Und die Frage ist jetzt, wo finden wir den Hinweis darauf, wie wir das Ganze zusammenstellen müssen? Und ich habe so eine kleine Vermutung, dass wir irgendwo hier oben weiterkommen. Ich werde mal ganz kurz hier hinspringen. Na, gibt es hier einen Hinweis? Nein. Schade. Gott sei Dank sind diese Glühwürmchen echt treu und bleiben an meiner Seite, bis ich dann etwas gefunden habe. Jump. So, dann werde ich mal versuchen, noch weiter nach oben zu gehen. Vielleicht finden wir dort noch einen weiteren Hinweis. Können wir da überhaupt noch weiter nach oben? Könnten hier eventuell rechts noch weiter. Das sind ja die obersten, die wir überhaupt gefunden haben. Denn ohne den
die Blaupause, könnte man fast schon sagen, wie wir das Ganze anbringen müssen. Ja, das war ein Hinweis, den wir schon gefunden hatten. Aber hier ist nichts mehr. Können wir denn hier noch irgendwas? Zum Beispiel hier draußen? Keine Hinweise. Aber immerhin spielen die Pizzicato-Strings. Ich frage mich auch, ob wir jetzt irgendwie weiter ganz woanders hin müssen oder ob wir weiterhin mit diesem mittleren irgendwie arbeiten müssen. Vielleicht müssen wir auch erst nochmal hier zurück. Ach, guck mal an. Aha, dort ist das nächste. Also, das, ja. Wäre das? Okay. Das heißt also, wir müssen immer wieder dorthin zurück, natürlich, um das Zeichen selbst zu zeichnen. No. Aber die Hinweise finden wir wohl irgendwie verstreut. So, hier sind wir wieder und damit auch direkt an der richtigen Stelle. Wir fangen hier an. Und da ist auch schon wieder das Pizzicato-Orchester unterwegs. So, jetzt müssen wir aufpassen. Und hier rüber. So. Das geht ja jetzt einigermaßen. Vom Schwierigkeitsgrad her. Nein, nicht runterfallen! Oh Gott! Ja, damit sind wir natürlich hier leider schon etwas verkehrt. So war das nicht gedacht. Dann machen wir hier auch nochmal alles weg. Und gehen erstmal in die richtige Jahreszeit und beginnen nochmal von vorne. Also, hier. Und dort. Das war schon mal richtig. Jetzt holen wir die hier. Ich weiß gar nicht mehr, welche Jahreszeit das ist, ehrlich gesagt. Ich glaube Winter, aber ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Doch schon wieder auch ein bisschen her, dass ich aufgenommen habe, dieses Spiel. So. Das war knapp. Nein. Nein. Egal. Man darf nicht zu früh die Jahreszeit wechseln, glaube ich. Sonst ändert man das Glühwürmchen noch, bevor es sich eingehakt hat. So, wir gehen wieder hierhin zurück. Sieht aber ganz gut aus. Ja. Kriegen, glaube ich, die dritte Figur jetzt hin. Voila. Wir warten noch einmal ganz kurz. So. Dann gehen wir, ich glaube, in den Herbst und müssen dann hier unten hin. Voila. Eine Zikade oder sowas. Es fehlt nur noch ein Zeichen. Das E. Und das müssen wir jetzt erstmal finden. Da sind wir noch nicht so ganz sicher. Warte mal, hier war ich schon draußen, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das sich lohnt, da drunter zu springen, ehrlich gesagt. Oder ob wir dann nicht vielleicht sogar die Dinger hier verlieren. Also gucken wir mal. Es könnte auch sein, fällt mir jetzt gerade auf, dass die Signale erst nach einer gewissen Zeit erscheinen, beziehungsweise wenn wir bestimmte Rätsel schon gelöst haben, erst dann sichtbar sind. Deshalb lohnt es sich vielleicht auch nochmal in. Ja. Oder? Nee, doch nicht. Hier in andere Bereiche zu gehen, wo man schon mal gewesen ist und nichts gesehen hat. Die andere Frage ist natürlich, ob wir vielleicht auch in der richtigen Jahreszeit sogar sein müssen. Das wäre natürlich fies jetzt, wenn man die Hinweise nur in einer bestimmten Jahreszeit sieht. Das ist der Frühling. Der gefällt mir am meisten, glaube ich. Mit dem haben wir auch noch gar nichts so richtig gemacht.
So, dann gucken wir hier nochmal raus. Hallo? Ach, guck mal. Interessant. Oha, das ist, glaube ich, auch neu. Kann das sein? Ah, das bringt uns vielleicht zu einem anderen Bereich, wo dann der letzte Hinweis auch zu finden ist. Ah, nee, das war eins weiter hoch. Die Musik ist übrigens, glaube ich zumindest, irgendwie synchronisiert mit den Bewegungen des Fuchses. Was irgendwie cool ist. Das gleiche habe ich ja auch bei Looter Kings gemacht. So, kommen die nach? Ja, die kommen nach. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ach, guck an. Das ist hier mal ganz anders hier. Ah, ich hätte vielleicht etwas weiter nach oben fahren müssen. Okay, also hier wird uns das ganz anders angezeigt als bei den anderen. Das ist eine Sache, die mir sehr gut gefällt bei diesem Spiel. Obwohl sie im Endeffekt immer den gleichen Ablauf haben, wir müssen jetzt ja 4 Zeichen irgendwie kreieren, so ist doch die Lösung der Zeichen immer irgendwie mit einer Variation versehen. Also, merken wir uns das. Die ersten zwei, wir fangen von unten an, die ersten zwei so, dann das hier, dann wieder Winter und Herbst. Okay, also oben der, es ist alles Winter, bis auf den oben und den in der Mitte. Wobei oben Herbst und Mitte Frühling ist. Alles klar, weiß ich Bescheid, gebe ich so ein. Mal gucken, ob der Bankautomat endlich Geld ausspuckt. So, können wir hier eigentlich wieder zurück? Nö, können wir nicht. Also müssen wir dort lang. Na gut, machen wir das doch. Lauf, kleiner Fuchs. Ich glaube, wir können da irgendwo runterspringen oder so. Hier. Und tschüss. So, dann könnten wir auch hier gleich direkt oben anfangen. Das ist doch auch gar nicht so schlecht. Wir kommen nämlich von hier aus direkt wieder dorthin. Seht ihr mal. So, also, wir fangen oben mit Herbst an. Ja, hiermit. Also, Achtung. Nummer 1. Ach nee, warte mal. Das war gar nicht der richtige. Wir waren noch in der Mitte. Das heißt, wir müssen jetzt hier nochmal runter und den nochmal befreien. So. Also, noch einmal. Zack. Nach oben fahren. Hier hin. Den zweiten. Hier hin. So. Jetzt können wir aber nach unten, müssen aber natürlich das Ganze in den Winter wechseln. Voilà. Jetzt gehen wir in den Frühling. Und wollen hier rüber. So. Jetzt kommt natürlich wieder der Winter, aber ich muss mir jetzt nochmal das Zeichen gerade angucken. Also wir haben jetzt zack, zack, zack. Da müssen wir noch einmal nach unten und dann nach rechts. Alles klar. Nach unten. Und nach rechts. Ich glaube, wir haben das Rätsel gelöst, liebe Leute. Das war wirklich eins der schwersten bisher. Der umfangreichsten, einfach weil es auch so langwierig war. So. Alle 4 Zeichen sind vorhanden und damit, oh ja, oh ja, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich wieder dahin kam überhaupt. Wir müssen ja irgendwie zu diesem Felsen zurück, ich glaube, der war einfach ein weiter unten oder so, ist das richtig?
Gucken wir mal. Hier sind zumindest... Stimmt das, wo ich jetzt hier lang laufe? Ich glaube nicht. Oh, oh, oh. Nicht, dass ich jetzt... Oh Gott. Wenn ich das jetzt... Bergkamm. Nee, 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 nee. Das, der Felsen war schon hier irgendwo. Im Laubwerk. Na, hoffentlich ist das jetzt noch abgespeichert. Nicht, dass ich das alles nochmal machen müsste. Das wäre ein bisschen fies. Das sieht doch gut aus. Dann müssen wir vielleicht doch noch einen weiter runter. So, hier lang. Noch ein Stockwerk tiefer. Ja, das sieht gut aus. Hier sind wir also endlich mit allen vier Zeichen vereint. Und wir könnten jetzt den massiven Block hier auseinanderbrechen lassen. Aber ich glaube, ich mache das die nächste Folge. Was meint ihr? Cliffhanger! Tschüss.